Du bist immer hinten nach, aber wenn irgendwas einmal durch die Decke schießt, dann geht's schnell. Ihre Aufgabe beim Klimafonds. Was machen Sie, was macht der Fonds? Klimafonds ist quasi eine große Fördereinrichtung des Bundes, der Klimaschutzprojekte und Klimawandelanpassungsprojekte unterstützen soll, der sozusagen dafür sorgen soll, dass die Klimaziele, die sich die Bundesregierung gesteckt hat, das heißt der Klimaneutralität bis 2040, dass das auch in die Umsetzung kommt. Vor allem, wenn man sich heute die Diskussionen anschaut, dann glaube ich, haben wir einen Bedarf danach, ja, dass er möglichst neutrale Stelle sagt, okay, ihr habt so viele Wissenschaftler quasi im Netzwerk, ja, die ganze Klimaforschung. Ja, wie ist denn jetzt wirklich, von was reden wir eigentlich und was für Aufgaben liegen vor uns? Ja? Ich merke das gerade beim Unternehmen, ja, die haben das verstanden, die wollen investieren, die brauchen nur eine klare Orientierung, in was wird investiert. Und wir sind umgekehrt einerseits dann auch die Begleiter von solchen Projekten, Programmen und versuchen entsprechende Förderungen teilweise zu entwickeln, anzubieten, damit solche Veränderungsprozesse auch passieren. 2040, ja. Das Ziel der Bundesregierung, auch Thema unseres heutigen Abends. Die große Frage ist, wie schaffen wir das? Also da geht es ja viel darum, dass wir irgendwie nicht genug Tempo haben in der Umsetzung. Das ist das Hauptproblem. Aber was schon passiert über die Jahrzehnte ist, es wird langsam klarer, dass es erstens ein Problem gibt, verstärkt jetzt durch die Russland-Krise. Wir wollen quasi autarker werden. Das hat sehr viel an Bewegung in den ganzen Energiemarkt gebracht. Ja. Und wir werden besser in der Umsetzung von Lösungen und es wird konkreter, wie das zu schaffen ist. Das klingt zwar theoretisch sehr gut, wenn wir jetzt sagen, wir schließen die Haushalte an die Fernwärme an, aber die Fernwärme muss ja auch von irgendwo herkommen. Wie kann man die Fernwärme quasi umstellen auf erneuerbare Quellen? Genau, ja? Wie geht das? Genau, und die größte Quelle, die jetzt gerade angebohrt wird, im wahrsten Sinn des Wortes, ist quasi in 3000 Meter Tiefe am heißen See, Thermalwasser. Da gibt es in Wien ein großes Vorkommen, das quasi östlich von Wien liegt, das anscheinend sehr gut zu erschließen ist. Ja. Da wird man in Zukunft circa ein Viertel, ein Drittel, ja, muss man schauen, ja, der Fernwärme aus dieser Tiefe herausziehen können. Wir machen jetzt bei der Kläranlage, gibt es eine große Wärmepumpe, 100 MW, was viel ist, ja, die restliche Wärme aus dem Wasser, das hinten quasi zurückfließt in den Fluss, ja, wird nur einmal um ein paar Grad abgesenkt und das erzeugt eine große Menge Energie, die man dann wieder in die Fernwärme einspeisen kann. Das Problem, wie man es dreht und wendet, ist immer die Energie. Absolut. Und da reden wir eigentlich von hauptsächlich Strom. Wie kommen wir zu dem ganzen Strom? Wir sollten schauen, dass wir möglichst viel erneuerbare Energie in Österreich ausbauen. Ja? Das Niveau, das wir an Energieverbrauch haben, ja, da muss man auch in der Effizienz was machen, damit man noch mehr einen noch höheren Anteil an erneuerbarer Energie in Österreich haben. Ja. Aber es kommt quasi eine Bewegung, dass wir erneuerbaren Strom in Österreich produzieren, dass gewisse Anwendungen diesen nutzen werden. Und das sind vor allem die privaten Anwendungen, weil die privaten werden investieren in Photovoltaik, die werden sich eine Wärmepumpe kaufen, die werden ein Elektroauto haben. Ja. Und von da weg wird sich dann der Markt dazwischen entwickeln. Ja. Werden Kleinbetriebe Wasserstoff nutzen für irgendwas oder nutzen die dann Strom? Werden wir sehen. Es wird aus meiner Sicht auch internationale Märkte geben, wo Energie gehandelt wird, ja? Weil du hast weder die Energie noch die Wirtschaft gleich verteilt. Wenn das wäre, könntest du sagen, jeder macht das Gleiche. Das wird nicht sein. Ja? Das heißt, die Industrieregionen, wo halt sehr viel Produktion ist, die werden gewisse Energiemengen von woanders her importieren. Und das ist die Diskussion jetzt rund um den Wasserstoff, ne? Dass man sagt, es wird auch eine Wasserstoffwirtschaft geben. Aber im Regelfall schauen wir, dass wir die Sachen dort verwenden, die maximal effizient sind, wo das geht. Und wo das nicht geht, da nutzt man dann Wasserstoff oder von mir aus die viel diskutierten E-Fuels jetzt. Ja? In gewissen Anwendungsfällen und als Übergang vielleicht gut. Wir haben diskutiert mit der MA48 die Müllfahrzeuge, wo quasi alles da ist. Die haben die ganze Infrastruktur, die können die Service machen und so weiter. Ja? Vielleicht braucht man eine Zeit lang dort E-Fuels, ja? 10 Jahre lang, bevor der ganze Park umgestellt ist auf Wasserstoff oder Elektro. Das entscheidet sich noch, was dann sich da durchsetzt. Für Schiff und Flugzeug, das sind ungefähr 3% vom Weltenergieverbrauch Aufwand. Ja? So, jetzt kann man von dem ein bisschen hochrechnen, ja? Wenn man sagt, das muss halt irgendwie ineffizienter produziert werden, dann wird der Anteil des Flugverkehrs am Weltenergieverbrauch steigen,
Es wird uns aber nicht quasi, es gibt nicht zu wenig Energie, um das zu machen. Ein Wissenschaftler, Robert Schlögl vom Max-Planck-Institut, sagt, nur elektrisch geht nicht, weil zu wenig Energie in Europa erzeugt wird. Ja, ich habe ja gesagt, das muss ja nicht sozusagen in Europa erzeugt werden. Wir gehen nach Nordafrika. Es ist sogar so, dass ja diskutiert wird, Strom in Nordafrika zu produzieren und den über Gleichstromleitungen nach Europa zu... Gut, dieses Projekt gibt es schon lange, aber das scheitert am Verlust beim Transport, nicht? Ja, das gibt es schon lange, aber die Engländer investieren jetzt in sowas. Also ob das dann funktioniert, werden wir sehen. Wir sollten schon schauen, dass das Gesamtsystem möglichst effizient bleibt. Ne? Mhm. Weil wenn wir überall mit E-Fuels reingehen, dann brauchen wir 10-mal so viel Energie. Und dann wird es teuer.